Audio Now. Es geht letztendlich um unsere Kinder. Also ich sag mal, ich habe vielleicht noch 20, 30 Jahre, wenn es gut geht, zu leben, vielleicht ein bisschen mehr. Aber es geht ja um einen viel weiter gespannten zeitlichen Kontext. Herzlich willkommen bei Wohlfühlklima. Mein Name ist Janine Steger und ich bin Journalistin, Moderatorin und Speakerin mit dem Themenschwerpunkt Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und genau darüber wollen wir auch in diesem Podcast sprechen. In jeder Folge verrät mir ein prominenter Gast, wo er oder sie schon selbst aktiv geworden ist. Bei der Einordnung der Zusammenhänge steht uns Lea Nesselhauf zur Seite, die Klimareferentin bei der NGO German Zero ist. Unser gemeinsames Ziel? Wohlfühlklima. Hier im Podcast, in unserer Gesellschaft und auf unserer Erde. Heute sage ich herzlich willkommen zu unserem Podcast mit einem meiner Lieblingsthemen beim Klimaschutz, und das ist Diversität, also Vielfältigkeit. Sie bringt uns beim Klimaschutz nämlich viel schneller zum Ziel. In der Natur brauchen wir die Biodiversität als Grundlage für funktionierende Ökosysteme. Und in der Bevölkerung, in Unternehmen und auch in der Politik brauchen wir vielfältige Teams, die Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise erarbeiten. Denn es hat sich längst erwiesen, dass diverse Teams zu viel besseren Ergebnissen kommen und das auch noch schneller. Und was kann bei einer Krise wichtiger sein als die Geschwindigkeit? Ich freue mich heute auf zwei tolle Gesprächsgäste. Ich möchte Christine Urspruch ganz herzlich begrüßen. Ihr kennt die Schauspielerin spätestens seit sie das Sams im Kino gespielt hat. Vielen wird sie aber auch aus dem Münsteraner Tatort bekannt sein, wo sie die Pathologin Silke Haller spielt. Und sie hat in der ZDF-Serie Dr. Klein die Hauptrolle übernommen. Herzlich willkommen, Christine, und direkt die Frage an dich. Was glaubst du, warum wir dem Thema Vielfältigkeit beim Klimaschutz definitiv mehr Raum geben sollten? Ja, ich glaube, es ist alles viel zu einseitig geworden. Unser Bewusstsein für die Natur, für die Umwelt. Und da erfordert es einfach wieder eine breitere Vielfältigkeit im Bewusstsein mit dem, was wir alles tun können, was wir alles erreichen können, wie viel in der Natur ineinander greift, wie sehr es wichtig ist, da einfach wieder in diese Ökobilanz, in die Ökobalance, das wollte ich sagen, einfach auch zu kommen. Sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Umweltpolitik. Und ja, da gibt es einfach viele, viele Themen, einfach jetzt nur mal so zum Start, die man da so anpacken kann. Und über einige werden wir gleich auch noch konkreter sprechen. Ich möchte jetzt aber erst noch mal Lea Nesselhauf von German Zero begrüßen. Sie ist 25 Jahre und arbeitet bei der Non-Profit-Organisation im Politikteam. German Zero hat ein Gesetzespaket entwickelt, mit dem das 1,5-Grad-Limit einzuhalten wäre. Und Lea hat daran maßgeblich mitgeschrieben und weiß dementsprechend sehr genau, was jetzt zu tun ist, vor allem von Seiten der Politik. Herzlich willkommen auch an dich, Lea, und direkt auch an dich die erste Frage. Wie divers ist Klimaschutz in Deutschland, gerade bei NGOs und AktivistInnen? Es gab nämlich schon oft Kritik, dass da noch deutlich Luft nach oben ist. Wie siehst du das? Ja, also vielen Dank erstmal. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Frauen sind ja jetzt zunehmend auch im aktivistischen Bereich eigentlich vertreten, also gerade auch junge Frauen, wenn man sich jetzt international auch anschaut, also Greta Thunberg und Luisa Neubauer für Deutschland vielleicht. Wenn man auf Expertinnen-Ebene schaut, dann sieht man schon, dass da viel weniger Frauen vertreten sind. Ich habe mich sehr viel mit dem Verkehrsbereich zum Beispiel beschäftigt, und das ist schon immer noch, also auch nachhaltige Mobilität, ein sehr männerdominiertes Feld. Was du angesprochen hast, ist natürlich die Repräsentation von nicht weißen Menschen in der Klimabewegung oder in dieser Klimablase, sag ich mal, die schon auch in Deutschland noch recht gering ist unter Aktivistinnen. Man kann ja schon eigentlich sagen, dass es ja etwas erstaunlich ist, dass dieses ganze Thema mit der Klimakrise erst so richtig in Deutschland auf die Agenda kam mit Fridays for Future, obwohl es ja in anderen Ländern schon seit Jahren und Jahrzehnten Menschen gibt, die sehr, sehr stark darauf aufmerksam machen, dass ihre Lebensgrundlagen bedroht sind. Und dann ist das Ganze ja letztes Jahr noch mal etwas hochgekocht, als es zwei Fälle gab, in denen tatsächlich auch nicht weiße Aktivistinnen aus Pressefotos herausgeschnitten wurden. Also das ist schon auf jeden Fall noch ein Problem in Deutschland. Und ich muss auch ganz selbstkritisch sagen, dass wir bei German Zero, was die Repräsentation von nicht weißen Menschen angeht, auf jeden Fall auch noch einiges zu tun haben.
Das ist sehr selbstkritisch und du sagtest es gerade schon, es gibt natürlich viele Menschen schon auf der ganzen Welt, viele junge Menschen, aber Menschen jeden Alters, die sich engagieren. Und eine solche Geschichte von einem jungen Menschen habe ich auch heute wieder mit in diesen Podcast gebracht. Und ich möchte Juan José Martín Bravo vorstellen. Er ist 24 Jahre und lebt in Chile, also einem Land, wo schon lange die Folgen des Klimawandels massiv zu spüren sind. Beispielsweise durch Dürrephasen und Waldbrände. Und er ist so engagiert, dass er auf der UN-Klimakonferenz 2019 der erste junge Verhandlungsführer war. Besonders stolz ist er auf eine Initiative, die das Engagement der jungen Generation mit dem Wissen der Älteren verbunden hat. Und es ging konkret darum, einige Sumpfgebiete zu retten. Und mit dem Wissen und Engagement aller Altersgruppen hat das dann schlussendlich auch geklappt. Und wir haben ein Zitat von Juan vorbereitet, das ich einmal jetzt kurz vorlesen möchte. Wir leben in einem Informationszeitalter und da ist es nötig, dass sowohl junge als auch ältere Menschen sich in Bescheidenheit üben. Ältere Menschen sollten akzeptieren, dass Informationen leicht zu erhalten sind und dass junge Leute Zugang dazu haben. Aber die jungen Menschen sollten ihrerseits akzeptieren, dass auch noch so viele Informationen wertvolle Erfahrungen nicht ersetzen können. Wir müssen zusammenarbeiten. Wenn wir über Informationen verfügen, sollten wir sie einbringen. Wenn wir die Erfahrung haben, sollten wir sie mit anderen teilen. Und wenn wir die Arbeit vollbracht haben, dann sollten wir unsere Ergebnisse den anderen zeigen. Christine, ich denke bei ganz vielen Themen zum Klimaschutz immer, wir sollten es einfach an ein paar Stellen so machen wie früher. Also Sachen reparieren, anstatt gleich wegschmeißen, braten nur sonntags essen, beim Reisen vielleicht auch schon die Anreise als Abenteuer betrachten und nicht immer gleich da sein wollen. Wie geht dir das? Was glaubst du, können wir beim Thema Klimaschutz von den Älteren lernen? Unbedingt auch. Und aber natürlich auch aus unserer jetzigen Position heraus. Aber es ist mir noch ein wichtiger Punkt die ganze Zeit im Kopf, der mir schon sowieso seit Wochen im Kopf herumschwirrt und den ich gerne noch mal ganz kurz erwähnen möchte, auch zum Thema Diversität. Vieles ist gerade aktuell in den Themen und im Bewusstsein. Das ist auch richtig so. Das ist auch gut in allen Bereichen. Also auch, ob man das jetzt aus einer männlichen Perspektive, aus einer weiblichen angeht. Aber in erster Linie steht für mich beim Thema Klimaschutz der Mensch als solches, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Ethnie, im Vordergrund. So, jetzt zum Thema. Ich versuche tatsächlich auch meinen Fleischkonsum seit einigen Jahren zu reduzieren. Das gelingt mir auch sehr gut. Und dann baue ich tatsächlich immer noch auch auf die alte Tradition, einen Sonntagsbraten zu machen, den ich dann vielleicht auch genussvoll in Vorfreude schon einige Tage zuvor mir überlege, samstags einkaufe und dann wird er vielleicht schon vorbereitet und sonntags gegessen. Und sonst ist der Fleischkonsum eingeschränkt und damit versuche ich einfach wirklich der Nachhaltigkeit einfach auch Gehör zu verschaffen. Auch bei meinen Reisen, auch wenn ich beruflich unterwegs bin. Ich muss gestehen, ich wohne in Süddeutschland, sehr ländlich, in der Nähe vom Bodensee. Wenn ich beruflich in Hamburg zu tun habe, brauche ich im Grunde einen ganzen kompletten Tag, um anzureisen, aus Süden nach Norden, was auch zum Teil mit einer Regionalbahn verbunden ist, wenn ich mit dem Zug reise, versuche auf Flugreisen zu verzichten. Es wäre mir ein 1000-mal einfacheres, mit dem Flugzeug zu verreisen, zeitlich gesehen. Vom Flughafen wäre ich in 2 Stunden da. Wenn ich darauf verzichte, brauche ich länger. Das bin ich bereit, mittlerweile in Kauf zu nehmen. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die das auch nicht sind oder noch nicht sind. Und da muss man sicherlich noch Überzeugungsarbeit leisten. Und man muss tatsächlich auch das öffentliche Streckennetz einfach verbessern, ausbessern. Also dass es wirklich attraktiv ist, mit der Bahn zu reisen. Und das ist es für mich im Augenblick nicht. Also ich muss da einfach immer noch ein paar Strapazen auf mich nehmen. Aber ich versuche es so. Das heißt, der Wille ist da. Die Umsetzung ist manchmal in der Realität in allen möglichen Bereichen, sei es in der Mobilität, im Einkaufen. Ich sage jetzt mal, Fleischpreise im Supermarkt sind immer noch günstiger als im Bioladen oder direkt am Bauernhof zu kaufen. Da muss sich sicherlich noch ganz, ganz viel tun und sich angleichen. Absolut. Lea, ich will dich an der Stelle einmal direkt fragen, unterschreibst du das alles? Also die Alternativen, die Angebote müssen besser werden. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Politik zu tun.
Seht ihr das genauso in eurem Gesetzesentwurf? Ja, also das sehen wir auf jeden Fall so. Wir haben ja ein ganzes Kapitel zum Thema Verkehr in unserem Maßnahmenkatalog. Das sind ungefähr 100 Seiten und da steht unter anderem auch drin, dass wir einen besseren Ausbau des Schienenfernverkehrs brauchen und tatsächlich auch einen bedarfsorientierten Ausbau. Weil gerade das, was du auch gerade angesprochen hast, Christine, also ich meine, die Strecken Berlin-Köln funktionieren super. Man ist mit dem ICE in 4 Stunden in Berlin oder ein bisschen länger, aber jedenfalls sehr schnell. Aber gerade einen flächendeckenden Ausbau der Infrastruktur, das brauchen wir unbedingt, damit es eben auch attraktiver wird, umzusteigen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, was gerade auch schon angesprochen wurde, ist ja die Einpreisung von externen Kosten. Also Fliegen ist ja nur deswegen so günstig, weil die Umweltschäden nicht mit eingerechnet werden. Also tatsächlich, das Umweltbundesamt hat mal ausgerechnet, dass wenn man die Klimaschäden auch für nachfolgende Generationen mit einrechnen würde, dann würde eine Tonne CO2 680 Euro kosten. 680 Euro und gerade wird um den CO2-Preis von 50 Euro gestritten, nur um mal so kurz eine Einordnung zu geben. Und das ist eben aus unserer Sicht was auf regulatorischer Ebene gedreht werden müsste, dann würde sich das ganz schnell auch verändern, dass die Menschen eher auf klimafreundliche Mobilitätsalternativen umsteigen. Aber genau, gleichzeitig muss es natürlich so ausgebaut werden, dass es auch wirklich eine vernünftige Alternative ist. Christine, wir haben ja jetzt schon das Gespräch begonnen über die unterschiedlichen Generationen. Und es ist ja schon manchmal auch so, dass man der jungen, aktiven Generation vorwirft, ja toll, jetzt erzählt ihr uns hier, ihr habt noch gar keine Lebenserfahrung und ihr erzählt uns jetzt, was wir tun sollen und was wir zu tun haben. Wie empfindest du das? Warum unterstützt du German Zero und wie erlebst du diese junge, klimaaktive Generation? Also ich finde das sehr unterstützenswert, weil es einfach unsere Zukunft ist. Und es geht letztendlich um unsere Kinder. Also ich sag mal, ich habe vielleicht noch 20, 30 Jahre, wenn es gut geht, zu leben, vielleicht ein bisschen mehr. Aber es geht ja um einen viel weiter gespannten zeitlichen Kontext. Und da geht es einfach um unsere Zukunft und um unsere Kinder. Ich selber habe eine 16-jährige Tochter, die ist auch so mehr oder weniger bei Fridays for Future unterwegs. Natürlich, wenn die das jetzt in der Schule vor dem Lockdown unterstützt haben, war sie auch mit dabei. Und ich kann mit ihr endlos viele Diskussionen führen und merke, wie das sehr im Bewusstsein unserer Kinder, also gerade in dem Alter der Jugendlichen, auch ist, mit unserer Umwelt umzugehen. Also sie ermahnt mich auch immer, schmeiß nicht so viel Lebensmittel weg. Entschuldige, es ist manchmal einfach so, ich koche wahnsinnig gern und dann habe ich manchmal zu viel und dann steht es 2 Tage rum und dann muss ich wieder was entfernen. Und dann sagt sie immer, Mama, plan anders, du musst nicht so viel Lebensmittel wegschmeißen. Also ich will damit sagen, da ist einfach ein großes Bewusstsein da. Und das finde ich total wichtig und unterstützenswert. Unsere Generation, unsere Bevölkerung insgesamt, das will ich sagen, altert, überaltert. Und natürlich auch bei Wahlen und so weiter sind bestimmte Interessen im Vordergrund, die nicht unbedingt auch unsere Kinder, unsere nachfolgende Generation widerspiegeln. Und die brauchen einfach auch da nochmal ein viel größeres Gehör und müssen mit einbezogen werden. Und deswegen finde ich das auch mit Greta Thunberg, Fridays for Future, alles sehr unterstützenswert. Es gibt im weitesten Rahmen von German Zero gerade das Enkelkinderkollektiv, auf das ich jetzt aufmerksam gemacht worden bin, auch von Lars Jessen, einem Regisseur, mit dem ich schon Tatorte gedreht habe und der dort auch sehr aktiv ist. bestimmt auch attraktiv. Ein Freundschaft, genau. auch ein sehr aktiver Mensch ist, politisch wie gesellschaftlich. Und darum geht es einfach auch irgendwie auch die Kinder und Jugendlichen, also denen Gehör zu verschaffen. Worum geht es? Wo ist deren Stellungnahme ganz klar auch auf Klimaschutz bezogen, auf Umweltpolitik? Dass das nicht einfach so hinten überkippt und immer nur als Aushängeschild irgendwo vorkommt. Bin auch dafür, das Wahlalter runterzusetzen auf 16, weil ich glaube, dass unsere Jugendlichen in diesem Alter momentan einfach alle sehr, sehr mündig sind und sehr verantwortungsbewusst mit sich selber und ihrer Generation und der Zukunft umgehen, auseinandersetzen. Das nehme ich wahr bei meiner Tochter, die 16 ist, und ihren Freunden.
damit sind wir auch bei einem Thema nochmal, Lea, wo ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen würde. Du hast studiert. Euer Gesetzespaket beruht auf der Arbeit von zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber du bist eben auch jung, du bist eine Frau. Und Luisa Neubauer zum Beispiel wird oft genug auch bei Twitter als Göre bezeichnet, die irgendwie jetzt besserwisserisch daherkommt. Fühlst du dich ausreichend ernst genommen, gerade auch in der Politik, mit der ihr ja im engen Austausch seid? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn ich die Möglichkeit habe, zu zeigen, dass ich Ahnung von dem Thema habe und auch, was ich da geleistet habe im Rahmen von diesem 1,5-Grad-Gesetzespaket. Also ich bin eine der Hauptautorinnen für die Bereiche Verkehr und Landwirtschaft und Klimaschutz im Grundgesetz, dann in der Regel ja. Das Problem ist eher, dass es gibt immer diese Schwelle. Ich habe das Gefühl, ich muss mir diesen Respekt häufig erst verdienen. Ich muss sozusagen erst beweisen, dass ich diesen Expertinnenstatus sozusagen verdient habe. Und da starte ich einfach von einem anderen Punkt aus, als, sage ich mal, ein 50-jähriger weißer Mann, dem sowas häufig, gerade dann ja auch von anderen weißen Männern in ähnlichem Alter, häufig eher zugetraut wird, als halt mir als junge Frau. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt so von Generationen und so weiter und Verantwortung. Was ich dann häufig einfach, was ich so problematisch finde, ist eigentlich gar nicht mal unbedingt, doch es ist auch, dass es eben in den letzten 30 Jahren seit dem Abkommen von Rio de Janeiro, wo ja das erste Klimaschutzrahmenabkommen festgelegt wurde, dass seither so wenig passiert ist. Ich finde, das kann man der älteren Generation vielleicht vorwerfen, aber ich glaube nicht, dass es besonders zielführend ist. Was ich problematisch finde, ist, dass sie jetzt nicht umsteuern, wo eben eigentlich klar ist, es ist jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn und die junge Generation, also ich nenne mich jetzt mal die junge Generation, also Menschen in meinem Alter legen sogar eine Alternative vor, also wie, das kommt und die meisten Hauptautorinnen unseres Gesetzespakets sind ungefähr in meinem Alter, wir sind alle zwischen 25 und 35, dass an der Stelle jetzt nicht dem dann wenigstens Raum gegeben wird, sondern das nochmal blockiert wird, diese Alternative, die es jetzt gibt, das finde ich problematisch. Christine Lea hat gerade gesagt, sie will da auch niemandem was vorwerfen. Mir geht es aber trotzdem so, wenn ich auf Fridays for Future Demonstrationen bin und dann alle auch rufen, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Also ich habe da schon zwischendurch Schuldgefühle. Wie geht dir das? Ja, das geht mir auch so und das rüttelt mich tatsächlich auch nochmal wach irgendwie, ne? Weil ich natürlich denke so, mein Gott, ich bin auch eine weltoffene Frau und Mutter. Ich versuche alles irgendwie ökologisch, nachhaltig, mein Kind zu erziehen mit einem Bewusstsein. Und natürlich, wenn man einfach in die Realität schaut und eine Klimaneutralität erst 2035 erreicht werden könnte, frühestens, wahrscheinlich erst in 50 oder so, dann bekomme ich wirklich auch ein richtig schlechtes Gewissen, natürlich, und denke, da ist einfach viel verpasst worden. Ich bin selbst Generation aus der 70er und dann eben so, ja, so mit in den 80ern, als ich Jugendliche, Pubertierende, Anfang 20 war, 90, ich war dann schon auf so Friedensdemos und so, ne? Und auch Anti-AKW, ja, aber alles in einem sehr begrenzten Rahmen und eher, sage ich jetzt auch mal, schon mit einer Überzeugung, aber auch, weil es irgendwie cool war, so. Aber das, was eigentlich jetzt so wichtig ist und uns unter den Nägeln brennt, das habe ich damals als Jugendliche gar nicht so wirklich umgesetzt. Und wenn ich das sehe, so was heute da auf die Beine gestellt wird, versucht wird zumindest, und ich bin auch schon mit auf einer Fridays for Future hier gewesen, wobei es auch manchmal ein bisschen peinlich ist, wenn die eigene Mama mitkommt. Es ist irgendwie nach wie vor so. Aber da muss man als Mutter vielleicht die eigene Demo mitmachen. Ja, dann empfinde ich da schon auch noch eine Scham und etwas Großes versäumt zu haben. Und hoffe, dass wir das wirklich alle noch irgendwie in den Griff bekommen, einigermaßen. Der Zug ist schon abgefahren, aber vielleicht eine Schadensbegrenzung herbeizuführen. Ja, geht mir ganz genauso. Ich würde gerne nochmal über Biodiversität sprechen. Und wenn man die Geschichte von Juan komplett liest, und ich sage gleich auch noch, wo ihr alle das tun könnt, dann spricht er eben auch über die Wichtigkeit von Biodiversität. Lea, ich würde dich gerne einmal fragen, warum ist das eigentlich so wichtig, vielleicht für alle, die sich noch nicht so gut damit auskennen? Und wie stehen wir diesbezüglich in Deutschland eigentlich da? Also der Begriff Biodiversität, vielleicht noch mal ganz kurz, um das einzuordnen, bezeichnet ja die biologische Vielfalt. Und da gehören drei Hauptaspekte dazu.
Einmal die Vielfalt der Arten, dann die Vielfalt der Lebensräume und die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. Und jetzt könnte man sagen, gut, was juckt es mich, im wahrsten Sinne des Wortes, ob es eine Stechmücke oder eine Biene eben mehr oder weniger gibt. Der Punkt ist einfach, dass wir die Natur als komplexe Ökosysteme betrachten müssen. Das hattest du ja am Anfang auch schon angesprochen, Christine. Und dass es wahnsinnig viele Wechselwirkungen und Symbiosen untereinander gibt. Und wir kennen längst nicht alle von diesen Symbiosen. Wir kennen längst nicht alle Zusammenhänge in der Natur, alle Fressfeinde und so weiter und so fort. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Art ausstirbt, dann kann es einen Dominoeffekt auslösen mit gravierenden Folgen, die wir dann vielleicht gar nicht unbedingt absehen können. Also das Thema Bienen war jetzt doch vermehrt auch auf der Agenda, aber um nur mal ein Beispiel zu nennen, die Biene bestäubt etwa ein Drittel aller landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Das heißt, wenn die einfach wegfallen würde, hätte das gravierende Folgen für unsere Lebensmittelversorgung. Und ganz abgesehen natürlich, dass man immer auch das ethische Thema aufmachen kann, was ist eigentlich mit Artensterben und so. Und zu der Frage, wie wir in Deutschland stehen, da ist die Aussterberate für den Zeitraum ab 1850 ist in Deutschland um das Zehnfache höher als der natürliche Wert. Also da gibt es auch ganz klar einen Zusammenhang mit der Art, wie wir leben und die Natur behandeln und dem Rückgang der Biodiversität. Ja, es sind wirklich schlimme Zahlen, beeindruckende Zahlen. Und weil du die Mücken auch angesprochen hast, es gibt auch das tolle Buch, Was hat die Mücke je für uns getan? Und Frauke Fischer erzählt darin eben, dass wir ohne Mücken, ohne eine gewisse Mückenart keine Schokolade hätten, weil die nämlich die Kakaopflanzen bestäuben. Und das ist dann auch schockierend. Da kann man sich über Mückenstiche aufregen, aber das möchte man, also ich möchte das auf jeden Fall nicht. Was sind denn, Lea, so die größten Biodiversitätskiller bei uns? Was müsste man verhindern, damit das besser läuft und weniger Arten aussterben? Einerseits gibt es da das Problem des Landnutzungswandels, also des zunehmenden Flächenverbrauchs für Siedlungen und Verkehr, dass immer mehr Boden versiegelt wird, dass die Landschaftszerschneidung vorangeht, also dass zum Beispiel Flüsse begradigt werden und so weiter und dadurch eben Ökosysteme beeinträchtigt werden. Und der andere Punkt ist, dass immer mehr Klimaänderungen ja auch auftreten infolge der Freisetzung von Treibhausgasen, also vor allem durch Verbrennen fossiler Brennstoffe, durch industrielle Produktion und auch durch intensivierte Landwirtschaft. Und der dritte Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, sind eben die Einträge von Schadstoffen durch Industrie und Landwirtschaft. Also gerade die übermäßige Anwendung von Pestiziden zum Beispiel trägt auch dazu bei, dass die Biodiversität immer weiter zurückgeht. Und gerade bei diesen Punkten Landnutzungswandel und der Freisetzung von Treibhausgasen, da sieht man ja ganz gut, dass es menschliches Verhalten gibt, das sowohl zu einer Abnahme von Biodiversität als auch zum Klimawandel führt. Jetzt kann man sagen, oh Gott, ist ja eigentlich total schrecklich, weil alles, was wir tun, führt eben dazu, dass sich diese beiden wirklich auch großen Probleme ja immer weiter verschlimmern. Ich finde es deswegen eigentlich auch angemessen, eher von einer ökologischen Krise zu sprechen als von einer Klimakrise. Weil auch wenn wir, wenn wir CO2 auf Null bringen und wir haben trotzdem weiterhin so einen hohen Pestizideinsatz zum Beispiel, es wäre trotzdem noch ein Problem für unsere Natur. Also eigentlich ist es eine ökologische Krise. Man kann das Ganze aber auch umdrehen und sagen, okay, eigentlich ist es sehr gut, weil es gibt auch Maßnahmen, die sowohl gegen den Klimawandel als auch gegen den Rückgang von Biodiversität helfen. Wir könnten sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und es gibt viele Symbiosen und viele positive Nebeneffekte, wenn wir bestimmte Maßnahmen ergreifen. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal die Geschichte, weil man sich ja ganz oft fragt, woran merkt man das denn eigentlich? Ne? Also woran merkt man die ökologische Krise oder grundsätzlich auch die Verstetigung des Klimawandels? Also das Thema Insekten, das haben wir ja auch viele Jahre plötzlich nicht mehr auf unseren Windschutzscheiben, wenn wir denn Auto gefahren sind, gehabt. Und in der Corona-Zeit, als plötzlich auch weniger CO2 ausgestoßen wurde, hatten wir plötzlich für eine kurze Weile auch wieder Insekten auf der Windschutzscheibe. Also das sind so wirklich sehr markante Punkte auch, wo man das deutlich merken kann, auch jeder von uns. Ich würde gerne noch einmal auf die Vielfältigkeit in der Klimapolitik zu sprechen kommen. Und Vielfältigkeit meint ja nun wirklich nicht nur mehr Frauen, haben wir vorhin schon gesagt, wobei das auch absolut erstrebenswert ist. Aber Lea, was kann mehr Vielfalt beitragen, um auch das 1,5-Grad-Ziel wirklich zu erreichen? Wo ist da der direkte Link? Ich denke tatsächlich, dass es der einzige Weg ist, um das 1,5-Grad-Limit noch einzuhalten. Der Klimawandel ist ein globales Problem und er betrifft
alle Menschen und auch alle zukünftigen Generationen, und zwar auf sehr unterschiedliche Art, je nachdem, nach sozialen und ökonomischen Verhältnissen natürlich, aber auch je nachdem, wo sie auf der Welt leben. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese ganzen verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Am besten natürlich auf globaler, völkerrechtlicher Ebene. Und ich denke, es ist auch deswegen wichtig, um nochmal so diesen größeren Bogen zu spannen, worüber wir gerade auch geredet hatten, diese verschiedenen Perspektiven einzubringen, um darauf aufmerksam zu machen, wie die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Rassismus und Postkolonialismus und der Art, wie wir heute leben, ja, wie diese Zusammenhänge bestehen, und um die in den Blick zu nehmen und sie dann im besten Fall auch gemeinsam anzugehen. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken auch und nachsetzen, weil du das gerade sagtest, auch vom sozialen Status her. Also es ist nicht eine Frage des Wohlstands, ob man jetzt einer Nachhaltigkeit gerecht wird oder nicht. Also es kann wirklich jeder tun. Wobei ich da ganz gerne vielleicht noch mal kurz einhaken würde, weil ja, auf der einen Seite ist es die Verantwortung von jedem und jeder Einzelnen, das eigene Verhalten so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und gleichzeitig ist es eben so, dass dem ja auch systemisch Grenzen gesetzt sind und dass es gerade für Menschen mit geringem Einkommen, also gerade Menschen, die Transferleistungen vom Staat erhalten, zum Beispiel die Nahrungsmittelsätze in Deutschland sind nicht so ausgelegt, dass man sich eine gesunde und auch eine durchweg Bioernährung davon leisten kann. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass der CO2-Preis regressiv wirkt, das heißt, er belastet Menschen mit einem geringen Einkommen grundsätzlich stärker. Und deswegen ist es aus unserer Sicht oder aus der Sicht unseres Maßnahmenkatalogs einfach sehr wichtig, dass wir da auch sozialverträgliche Ausgleichsmaßnahmen vorsehen, dass gerade diese sozialen und ökonomischen Härten abgefedert werden, damit es nämlich nicht mehr nur die Verantwortung der Menschen gerade mit einem geringen Einkommen ist, ihren Lebensstandard umzustellen. Das ist ganz interessant. Tatsächlich war es so, dass Anfang der 2000er dieser Rechner zum individuellen Fußabdruck, zum individuellen CO2-Fußabdruck erst so richtig bekannt wurde durch eine groß angelegte Kampagne von BP. Also es ist ein großes Interesse tatsächlich der fossilen Industrie dahinter, dass wir immer wieder diese Individualverantwortung in den Blick nehmen. Was kann ich als einzelne Person tun? Und während das wichtig ist, ich will niemandem die Eigenverantwortung an dieser Stelle absprechen, ist es gleichzeitig auch sehr wichtig, das ins Verhältnis zu setzen zu diesen großen systemischen Stellschrauben, also sowas wie dem Ausbau von erneuerbaren Energien, der Umstellung von Industriekraftwerken auf grünen Wasserstoff und so weiter. Allein Industrie und Energie, die beiden Bereiche, machen mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes in Deutschland aus. Und das sind Stellschrauben, die ich durch mein Individualverhalten so gut wie gar nicht verändern kann. Also vielleicht noch mal kurz so als eine Einordnung dazu. Und trotzdem, wie ich gerade auch schon kurz erwähnt hatte, ist es natürlich so, dass ich als Einzelperson auf nachhaltige Produkte achten kann und auch sollte. Und in dem Zusammenhang ist es tatsächlich so, dass der Ökolandbau klimaschonender ist. Der Biolandbau benötigt pro Hektar etwa 2/3 weniger Energie als die konventionelle Landwirtschaft. Der Biolandbau arbeitet generell auch eher mit geschlossenen Nährstoffkreisläufen. Das heißt, es gibt weniger Sojaimporte, weniger Stickstoffüberschüsse auf den Feldern. Und der Mineraldüngereinsatz ist verboten, ebenso wie weniger wie Pestizide, und eine Flächenbindung für die Tierhaltung ist vorgeschrieben. Aber klar, es ist auch eine Geldfrage und es muss nicht unbedingt Bio sein. Und unter dem Aspekt der Treibhausgasemissionen ist es gerade bei Obst und Gemüse eigentlich mindestens genauso wichtig, regional und saisonal einzukaufen, weil zum Beispiel die Beheizung von Gewächshäusern und so weiter einfach sehr emissionsintensiv ist. Und dieser ganze Punkt, darüber hatten wir vorher auch schon geredet, von tierischen Produkten, die eben einfach einen sehr großen ökologischen Fußabdruck haben. Da kann man natürlich auch darauf achten, die zumindest ein bisschen zu reduzieren. Oder einfach beim Bauern um die Ecke zu kaufen, falls das möglich ist. Kommt natürlich darauf an, wie man wohnt. Und damit entkräftigt man eben auch das gerne wiederholte Argument, oh, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft Klimaschutz betreiben, haben wir nachher auch Gelbwesten-Proteste in Deutschland. Und das ist halt genau der Punkt, ne? Es muss halt sozial verträglich sein. Und das beinhaltet ja eben auch euer Gesetzespaket. Genau. Christine, du bist 1,32 Meter groß. Das heißt, du schaust ja auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive manchmal auf gewisse Dinge und auf die Welt. Was glaubst du, welchen Perspektivwechsel brauchen wir für eine wirklich gute Klimapolitik? Also jetzt aus meiner Sicht gesprochen, eine große Dankbarkeit eigentlich und eine große Demut
unserer Natur gegenüber. Also was die uns alles schenkt und zur Verfügung stellt, das haben wir, glaube ich, manchmal vergessen, allein schon bei einem Waldspaziergang. Und vielleicht immer nicht nur so mitten durch den Wald mal laufen oder mit dem Mountainbike fahren, sondern respektieren, dass der Wald zum Beispiel auch einfach seinen Schutzraum benötigt. Ja, dass jeder Mensch und die Natur ebenso einen Schutz benötigt und einem Schutzbedarf, so wie ich das auch braucht und wie das jeder andere auch braucht, dass uns das nochmal ins Bewusstsein gerät. Schutz und Respekt einfach vor dem anderen Menschen und vor der Natur. Du hast vorhin selbst schon gesagt, also eigentlich können wir nur noch Schadensbegrenzung betreiben und uns bleibt wirklich verdammt wenig Zeit, um den Karren da noch aus dem Dreck zu ziehen. Wenn du jetzt Verzweiflung spürst, welche Karte ziehst du dann? Also überlegst du dir vielleicht, was das Sams getan hätte in diesem Moment, wenn du verzweifelt bist, oder was tust du, um dich da wieder rauszuholen? Meistens spreche ich mit meiner besten Freundin und meiner Mutter. Also so ganz enge, vertraute Menschen, die einfach nochmal so meine Perspektive wechseln und mich auch wieder stützen und mich wieder gerade stellen, irgendwie auf den Weg stellen. Und ja, und so mit dem Sams gesprochen, ist es letztendlich natürlich auch so die Lebensfreude und die Zuversicht ins Leben nicht zu vergessen, so in die Zukunft. Und das ist, glaube ich, unser größter Motor, unser größter Antrieb, so, den wir haben können und den wir an unsere Kinder weitergeben und im besten Sams-Sinne einfach die Lebensfreude erhalten. Ja, das ist genau das, was wir schlussendlich auch mit diesem Podcast bewirken wollen. Und ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Und ich glaube, da konnten wir ganz viel Wohlfühlklima auch weitergeben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Liebe. Und an der Stelle natürlich noch der versprochene Hinweis. Die ganze Geschichte von Juan könnt ihr im Buch Klima ist für alle da lesen, das gerade erschienen ist. Und den Link dazu und auch weitere interessante Links schreiben wir in die Shownotes, sodass ihr darauf auch Zugriff habt. Vielen Dank fürs Zuhören und empfehlt uns gerne weiter. Tschüss. Tschüss. In der nächsten Folge treffen wir Schauspieler Steffen Groth. Mit ihm sprechen wir zum Thema Klimagerechtigkeit. Was ist das überhaupt und wie können wir alle dazu beitragen, dass es sie gibt? Ein spannendes Thema, also hört gerne wieder rein, wir freuen uns. Wohlfühlklima ist ein Podcast von Random House Audio. Audio Now.